Wir haben heute den 3.3., also den 3. März 2021, und ich möchte hier ein kleines Werbevideo mit einer Idee, da steckt eine Idee dahinter. Also hier haben wir erstmal ein Dinkelbrot, was ich auch schon probiert habe. Es ist sehr lecker, von der Stadtbäckerei Engelke. Ne, also die Stadtbäckerei Engelke hat auch einen Kaffee, also Bäckerei mit Kaffee. Es ist ein Traditionsbetrieb in der 4. Generation, muss man dazu sagen. Gründung im Jahr 1891, das steht sogar auf der Tüte. Und ja, zu empfehlen ist das Hausbrot von der Bäckerei Engelke. Ne? Also es gibt schon ewig und es ist ein solides, gesundes, also ich sage so Roggenmischbrot, also sehr lecker, das Hausbrot. Ja, was gibt es noch zu sagen? Naja, es ist eine Stadtbäckerei hier in Hillesheim, die es ja schon ewig gibt. Ne? Also schenkt Heims Kaffee aus am Bahnhof. Ne? Heims Kaffee ist auch ein leckerer Kaffee. Hat gelbe Tüten, freundliche gelbe Kaffeebäcker, Becher mit einem Engel drauf. Ne? Ja, und jetzt die Idee, die der Bäcker hat. Und zwar sind es diese Berliner. Sind Impf-Berliner, neu im Programm. Impf-Berliner. Also die Berliner sind gefüllt, glaube ich, mit einer Vanillecreme oder so. Und man kann mit diesen Spritzen, deswegen Impf-Berliner, kann man eine Marmeladenfüllung selber in den Berliner reindrücken, reinspritzen. Ne? Das ist der Impf-Berliner. Man sieht dann auch von der Idee her, dass der Virus auf dem Berliner ist. Und die Meinungen gehen da ja auseinander. Deswegen, was den Virus betrifft, hier ist der grün. Oder eben rot. Ja, damit kann ich einfach mal sagen, die Meinungen vom Virus gehen da auseinander. Ja, so sieht ein nett gedeckter Frühstückstisch aus, sage ich mal. Mit den Impf-Berlinern. Gesunder Orangensaft, Obst, Banane und Mandarine. Das gute Dinkelbrot von Bäcker Engelke. Was fällt da aber auf den Tellern liegen 7 Spritzen. Ja, das sind Thrombosespritzen. Also Hightech-Thrombosespritzen, einfach in der Anwendung. Für jeden Wochentag eine. Ja, jetzt würde man sich fragen, was haben die Thrombosespritzen jetzt hier auf dem Frühstückstisch zu tun? Ja, das ist mein Beitrag zu der Idee von Bäcker Engelke mit seinen Impf-Berlinern. Ja, da wir nicht mehr viel Sport treiben dürfen, sind die Sportvereine geschlossen, die Fitnessstudios sind geschlossen. Naja, so mal um den
Grunsensee vielleicht zu laufen ohne Mundschutz. Darf man ja auch nicht mehr so. Man soll Abstand halten. Man soll möglichst in der Wohnung bleiben. Eigentlich darf man mehr oder weniger nur noch essen. Und da werden nicht immer die gesunden Sachen gegessen. Also hier lecker sind diese Berliner sicherlich. Aber haben natürlich auch viel Zucker. Und man spritzt dann auch noch eine Fruchtmischung. Also ich denke mal, dass das Erdbeermarmelade ist. Spritzt man in den Berliner hinein. Also noch mehr Zucker, noch mehr Kalorien. Aber dazu könnte man ja sagen, das soll man ja auch nicht jeden Tag essen. Jetzt kommen wir nochmal auf die Thrombosespritzen zurück. Also wenn man sich so wenig bewegt und so wenig Sport betreibt, dann müsste man eigentlich jeden Tag eine Thrombosespritze bekommen. Damit man auf der sicheren Seite ist. Ja, das ist wie im Krankenhaus, noch Operationen. Man liegt meistens im Bett, bewegt sich nicht viel, man geht nur mal auf Toilette oder naja, und dann bekommt man eine Thrombosespritze. Und in dieser Corona-Lockdown-Zeit ist es natürlich auch so, dass man sich also wirklich nicht viel bewegt. Manche sind vielleicht auch in Quarantäne zu Hause, das gibt es ja auch, und die bewegen sich dann noch weniger. Ja, und da sind dann diese Thrombosespritzen erforderlich. Könnte man meinen. Zumindest hat der Bäcker Engelke hier eine sehr originelle Idee, wo ich denke, da gehen auch die Meinungen auseinander. Viele sagen, na, das ist sehr geschmacklos. Man hat da Impfberliner, verkauft Impfberliner, das ist sehr geschmacklos. Der andere lacht, schmunzelt und sagt, naja, da hat sich einer mal was einfallen lassen, ne? Zumindest fällt es auf, wenn sowas hinter dem Bäckertresen steht. Ja, ich wünsche allen einen guten Appetit mit den Impfberlinern. Und man kann sich ja dann überlegen, ob man nach dem Frühstück dann noch eine Thrombosespritze nimmt.